Hi, servus. Der PC im Lager ist dafür da, um uns die Aufträge auszudrucken, die uns die Vertriebler schicken. Da gehen wir nach Prioritäten vor. Heißt, Abholung geht ganz oben, Spedition und sowas auch. Das zeigt uns das System dann nach ganz oben an. Gucken wir mal ganz schnell hier einen aus. So, wie ihr gesehen habt, habe ich mir den Auftrag schon bereits ausgedruckt gehabt und bin dann quasi losgegangen zu den einzelnen Lagerorten, die Artikel wurden gegangen. Das nennt man Kommissionierung. Und wenn wir fertig mit dem Kommissionieren sind, gehen wir zu unserem Arbeitsplatz zurück. Da achten wir, ob die Artikel wirklich die richtigen sind, die wir holen sollten. Und das checken wir meistens mit der EAN-Nummer. Nach der Doppelkontrolle verpacken wir dann die geholten Artikel in den Karton, der am besten dazu passen würde. Wir achten auch darauf, dass wir schon verwendete Kartons wiederverwenden, da wir Umweltfreunde sind. Um zu sehen, ob vielleicht doch noch ein Packfehler passiert ist, das sieht man dann letztendlich an der Waage. Das ist so die letzte Kontrolle quasi, bevor das Paket rausgeht. Am Warenausgang angekommen, da wird das Paket dann eingegeben und der Lieferschein und das Etikett ausgedruckt, wo es dann halt letztendlich auch hingeht. Mit dem Stapler, da ist darauf zu achten, dass man mit einer vollen Palette rückwärts fährt, weil man vorne die Sicht nicht hat, da die Palette das Sichtverhältnis blockiert. Ja, und was noch darauf zu achten ist, quasi beim Hochfahren die Höhe der Palette, dass man die auch noch einschätzt beim Reinfahren.